meine Lieben, zu diesem Bettsystem, was ich hier habe, werde ich auch noch mal einen Stream machen. Weil das ist selbst gebaut und gar nicht so schwierig. Und man hat nicht das Problem, wenn man kunstvoll was gedreht hat, dass man dann die Sachen heile von der Scheibe bekommt. Und ich habe es neben dann einfach diese Scheibe ab und kann es wegstellen und kann es, wenn es trocken ist, abnehmen. Oder wenn es ein bisschen fester ist. Und eine neue Platte drauflegen und fertig. Du hattest was gefragt, Heike. Welchen Ton? Den Widgard 11. Das ist ein Drehton ohne Schamott. Ich zeige euch gerade noch ein paar Tools, die ich brauche. Dieses hier. Wozu ich das alles brauche, das ist dieses rote. Heike, hast du dir auch besorgt. Eine Töpfernadel brauchen wir. Und dann brauchen wir dieses, beziehungsweise diese hier, da muss ich mal gucken, diese flexiblen Metallschienen. Die braucht man, um so den Schlicker von dem Äußeren zu bekommen. Ja, das habe ich immer in so einer kleinen Schale hier griffbereit. Hier ist eine Schale mit Wasser. Das seht ihr jetzt nicht, da ist sie. Die ist auch immer ganz dicht an der Scheibe. Dann habe ich noch einen großen Eimer mit Wasser, den habe ich immer hier extra stehen. Da ist frisches Wasser drin und ein dicker Schwamm. Das nehme ich immer, wenn ich hinterher so das Grobe sauber gemacht habe, um feiner sauber zu machen. Oder wenn ich zwischendurch mal die Hände abwaschen muss. Mache ich das so ein bisschen hin und her, damit ich, und ich merke, dass sich das so ein bisschen anzieht an die Scheibe jetzt so. Und jetzt kann ich erstmal so ein, zwei, dreimal ordentlich draufhauen. Und jetzt sitzt sie fest. So, und jetzt werde ich erstmal so ein bisschen die Scheibe, ich drehe die so mit der Hand, also ich habe jetzt den Motor noch gar nicht an, und drücke den Ton ein bisschen, jetzt habe ich ihn zu nass gemacht hier oben, jetzt quietscht das hier so rum. Und jetzt lasse ich die Scheibe mal so ganz langsam laufen und klopfe den Ton schon mal so ein bisschen in die Mitte, wie so ein Zylinder. Das mache ich jetzt hier so mit den Handballen. Wichtig ist, ganz feucht müssen die Hände sein. Und ich lasse erstmal langsam laufen. Und jetzt mache ich erstmal so mit den Fingern so ein bisschen. Also ich zeige euch das mal so. Ich glaube, ich gehe mal so ein bisschen nach hier. So, rutscht mal so um die Ecke. So, jetzt habe ich erstmal so ein bisschen. Jetzt kann ich mal so ein bisschen schneller machen. Und jetzt drücke ich den Ton hier unten zusammen. Und dann kommt der von ganz alleine hoch. Oh, ich gehe ein bisschen mit den Händen hoch. Und ich gucke mal, dass ich möglichst viel von dem Ton hier unten an der Scheibe mit nach oben bekomme. Ein bisschen bleibt immer dran, das ist auch in Ordnung. Das schneiden wir nachher ab. So. Jetzt habe ich erstmal so einen Zylinder. Jetzt kann ich ein bisschen mehr Gas geben. Jetzt fängt es auch an rumzusauen. Jetzt spritzt es hier. Und jetzt nehme ich den Ton so, fasse ihn quasi hier so ein bisschen unten an und drücke mit der anderen Hand hier gegen. Also das ist nicht so, nach vorne drücke ich den quasi. So mit dem Daumen, seht ihr das? Und jetzt gehe ich hier oben mit dem Daumengelenk und drücke den Ton runter. Und meine Hand ist schon wieder zu trocken. Blick. So, jetzt ist es erstmal so. Und mit der Hand fange ich den Ton jetzt auf und mit dem Daumengelenk drücke ich nach unten. Und die Hand, die hier unten hält, die habe ich hier in meinem Hüftgelenk. Kann man das so sehen? Die habe ich hier so reingedrückt. Und die läuft jetzt hier ganz stabil, die hält ganz stabil. Und ich brauche mich jetzt nur mit meinem Körpergewicht so ein bisschen dagegen lehnen. Dann fängt die Hand den Ton auf und mit der anderen, mit der linken, drücke ich von oben runter. Und der Ton kann dann gar nicht anders, als schön rund in die Mitte zu laufen. Selbe Spiel nochmal.
diese Methode hier, also es gibt auch noch andere Methoden zu zentrieren, aber die ist für mich am besten. Ihr müsst mal ein bisschen rumgucken, was es noch so gibt. Manche machen das auch einfach nur so, dass sie sich da drauf lehnen und so. Aber dieses hier funktioniert für mich am besten. Und wenn der Ton, und dann kann ich auch nochmal mit der Handkante, da lehne ich mich mit meinem ganzen Gewicht so von oben so drauf. So, wichtig ist langsam loslassen. Man ist so froh, hat es alles schön rund, lässt schnell los und wupp, hat man wieder eine Unwucht. Ist mir am Anfang ganz oft gegangen. Ach, und was euch auch helfen könnte, wenn ihr ein Handy habt, filmt euch mal selber dabei. Das ist manchmal ganz erhellend, um zu gucken, wenn man das irgendwie nicht hinkriegt, dann sieht man nämlich, wo man die Fehler macht. So, mir sollen die zweimal jetzt schon reichen. Wenn der Ton sehr feucht ist, also aus dem Beutel kommt, dann würde ich auch nicht viel mehr machen, höchstens dreimal vielleicht, weil der doch sehr viel Feuchtigkeit bekommt und dabei aufnimmt auch. Wenn man den Ton, einen trockenen Ton hat, das zeige ich euch nachher bei dem trockenen Stück, da ist es eine tolle Methode, um den Ton wieder ein bisschen geschmeidiger und feuchter, mehr Feuchtigkeit da rein zu bekommen. So, jetzt machen wir es mal ein bisschen sauber. Ich gucke noch einmal. Ich drücke mit meinem kleinen Finger hier so eine Kerbe rein, unten. Der zweite Schritt, wenn der schön zentriert ist, ist das Aufbrechen. Schön anfeuchten. Ich gehe hier mit dem Daumen rein, ein Stückchen von der Mitte entfernt. Das sehen, so. Und dann gehe ich rutschig mal so, dass ich die Mitte finde. Okay. Also, ich öffne jetzt hier, ich nehme den Daumen, halte hier ein bisschen fest, nehme den Daumen, drücke hier rein. Ich fange mal an mit einem Becher. So, jetzt merke ich schon, oh, das ist aber trocken hier. Da muss ich noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit reingeben. Und drücke das jetzt hier runter. Und gehe auch nicht gerade so in der Mitte rein, sondern ich gehe so vom Rand aus zur Mitte. Und jetzt muss ich mal schauen. Jetzt kommt der Moment, wo ich gucken muss, der Boden darf nicht zu dick und nicht zu dünn sein. Aber wir können, also besser ist es, man lässt ihn ein bisschen dicker, weil das kann man noch wegdrücken. Jetzt nehme ich erstmal den Schwamm und gucke. Also immer im Zweifelsfall ein bisschen zu dick den Boden lassen als zu dünn. Scheibe anhalten. Ich steche jetzt hier einfach mit der Nadel rein, gerade nach unten. Und gehe dann mit dem Finger, rutsche dann an der Nadel runter. So, bis ans Ende. Und dann schaue ich und ich sehe, könnt ihr es sehen? Ja, ich glaube ja. So, bis hierhin war die Nadel, steckte die Nadel im Ton. Manche machen auch ein kleines bisschen Tonschlicker dran und stecken es dann rein. Und der, wo bis dahin, wo er weggewischt ist, ist, sieht man dann die Dicke des Tons. So, das Loch wieder ein bisschen zumachen. So, jetzt habe ich in der Mitte die richtige Tiefe. Das war ein guter Zentimeter. So, das ist eine prima... Prima Geschichte. Und jetzt muss ich mal sehen, ich muss jetzt mal gucken. Jetzt muss ich das öffnen. Dann nehme ich meinen Finger und gehe. Ich mache quasi so eine Kralle mit dem Finger. So, jetzt ziehe ich das erstmal weiter auf. Ruhig ein bisschen weiter, als ich nachher den Becher haben will. Und jetzt muss ich den Boden erstmal verdichten. Dafür gehe ich mit meinen Händen erstmal so ein bisschen, mit dem Finger ein bisschen hin und her. Und dann kommt aber diese Schiene, die nehme ich dafür gerne. Dieses hier, ich habe keine Ahnung, wo die her ist. Ich habe schon gesucht, ich finde sie nicht mehr. Habe ich mir irgendwo bestellt. Die ist ein bisschen flexibel, aber ein bisschen fester. Und die hat hier so schöne Kanten. Da kann ich entweder dieses hier nehmen, wenn ich so einen rechten Winkel im Boden haben möchte, oder diese Seite für die Schalen. Und da gehe ich jetzt also mit der, kann man das sehen? Ja, so. Gehe ich hier rein, ich mache das mal so und habe ja die Ecke
da wo quasi nachher meine Ecke von der vom Becher ist, oder die Kante, die Innenkante. Und drücke das erstmal schön runter. Also ich habe da richtig ein bisschen Druck drauf, so. Und man sieht schon, einmal geht der Schlicker runter und dann ist der Boden jetzt ganz schön verdichtet. Habe ich sie aber in der Mitte zu weit reingedrückt. So eine schöne Runde hat. So. Feuchte ich das Ganze an. Und nehme den Schwamm in die eine Hand. Und ich habe jetzt eigentlich meinen Daumen und Mittelfinger hier in der Mitte. Den anderen Daumen lasse ich außen laufen. Hier gebe ich so ein bisschen Feuchtigkeit und mein Zeigefinger. Und jetzt ziehe ich das Ganze, drücke ich das quasi zwischen den Fingern so zusammen nach oben und innen. Und gehe langsam hoch und lasse auch wieder langsam los, nicht so schnell. Hier innen ist ganz viel Wasser. Das ist wichtig, dass man zwischendurch immer wieder rausholt. Und natürlich muss man dann, man hat es gerade rausgeholt, dann muss man die Wände hier wieder anfeuchten. Und jetzt gehe ich erstmal und mache hier unten, du wirst sehen, dass ich hier unten runterfassen kann und den Ton, der hier unten zwischen ist, hochziehen kann. Und ich gehe ein bisschen langsamer runter mit der Geschwindigkeit. Und ich habe gar nicht nur den Finger hier, sondern seht ihr das hier? Ich habe die ganze Hand, Fingerkante hier so benutzt. Der zweite, und jetzt kommt noch mal, muss ich mal sehen, dass ich ordentlich Höhe bekomme. Jetzt gehe ich von innen mit dem Mittelfinger und drücke von innen raus und bin mit dem Zeigefinger und dem Schwamm hier unten. Das ist das eigentliche Ziehen. Ich drücke den Ton mit dem inneren Finger raus und mit dem äußeren wieder nach oben und wieder rein. Und wenn ich oben bin, einmal die Kante abschließen. Die Scheibe läuft jetzt sehr langsam. Ich mache auch langsame Bewegungen, hier langsam hoch. Die Scheibe läuft auch recht langsam. Wasser hier drin wichtig, immer wieder rausholen. Ein bisschen. Ich habe hier so zwei Finger, also zwischen den beiden Fingern. Damit fahre ich quasi, lasse ich den Ton zwischendurch laufen und hier oben drücke ich ein bisschen Wasser auf die Kante und dann läuft es zwischen den zwei Fingern unten und benetzt so die Ränder. So, einmal muss ich jetzt noch ziehen, nach oben ziehen. Schön langsam loslassen. Das habe ich am Anfang auch falsch gemacht. Ich habe dann so, ich war dann hier oben und fertig und habe dann ganz erleichtert losgelassen und habe mir dann ja den Becher kaputt gemacht. So, der ist oben ein bisschen sehr breit. Ich möchte ihn ein bisschen schmaler haben. Ich gehe dann hier ein bisschen unterhalb der Kante hier ran und schiebe das einfach mit feuchten Händen ein bisschen nach oben. Jetzt habe ich
die Höhe, die ich, also ein bisschen mehr an Höhe, als ich eigentlich haben möchte, weil ich das gleich noch formen werde und dabei geht wieder ein bisschen Höhe verloren. Ich hole mir ein bisschen von der Feuchtigkeit runter. Und jetzt brauche ich das Messer. Sowas hier, ich nehme ein Holzmesser, man kann auch die Nadel nehmen. Schneide erstmal unten die Kante ab. Gehe von oben hier rein. Bis zum Boden. Und dann nehme ich die Nadel. Schneide das ab. Stopp die Scheibe und kann das hier schön abziehen. Das hier packe ich mir auch immer an die Seite. Das kann man dann ein bisschen liegen lassen und dann kann man das nächsten Tag gut für den Henkel noch benutzen. Vielleicht man so direkt. So, jetzt brauche ich die Metallschiene. Die halte ich jetzt hier dran und ziehe erstmal so ein bisschen den Schlicker ab und die Drehspuren, dass die weg sind. Innen habe ich ein kleines, die Hand habe ich ein bisschen, kleines bisschen feucht. Kann auch hier hin. So, und jetzt möchte ich die ja noch formen. Ich will ja nicht so einen langweiligen geraden Becher haben. Ich muss jetzt von innen gehe ich mit meinen schön angefeuchteten Fingern rein und hier halte ich jetzt, Moment, ich muss es mal so halten, dass ihr auch was sehen könnt. Augenblick. So. Ja, ich glaube, so könnt ihr es sehen. Und drücke jetzt mit den Fingern gegen die Schiene. Seht ihr das? Und es kommt so ein bisschen raus. Und jetzt kommt diese hier. Man kann auch die rote nehmen. Die gelbe ist so ein kleines bisschen fester. Finde ich mal ganz schön zum Formen. Und jetzt will ich nämlich hier... Und ich drücke von innen nur gegen diese Schiene. Die Schiene außen hält nur so ein bisschen fest für die Form. So. Den Rand möchte ich nach außen haben. Das wird ja so eine schmale, eine kurze, breite Tasse, so wie meine Gänseblümchentassen, wenn ihr die kennt. Und jetzt kann ich auch noch mal mit der kleinen roten Schiene, dieser hier, das ist so eine ganz flexible, da könnte man auch, es gibt auch diese grauen, die gibt es hier zu kaufen, aber diese hier von Mattools gibt es ja auch bei Keramikkraft. Und jetzt kann ich hier mit der Schiene, mit der Kante von innen so ein bisschen das noch so ein bisschen bauchig bekommen. Ich halte das in so einem Winkel, also wenn das die Rundung vom Topf ist, dann, ja, das sind vielleicht 30, 40 Grad oder so. Und gehe von oben nach unten und forme das aus. Jetzt nochmal innen, von außen. Das kann man auch so schön biegen hier. Und so eine tolle Form. Und jetzt diese elegante, ich mag das so gerne, diese Form. Bisschen noch. Und schaut mal, ich habe immer, dass ich die eine Hand, die Hand hier habe ich abgestützt auf meinem Bein, die andere hält hier der Daumen, dass ich also nicht so im Freiflug das machen muss, sondern dass ich immer so ein bisschen Halt habe. Dann geht das Ganze eine ganze Ecke besser. So, jetzt muss ich erst noch mal das Wasser vorsichtig rausholen. Ich habe hier einen Spiegel stehen, das ist auch ganz gut. Dann braucht man sich nicht mal so runterbeugen. Ihr könnt den Spiegel nicht sehen, aber der ist mir gegenüber hier im Regal. Und da kann ich sehen, da kann ich die Form der Tasse von der Seite ganz gut sehen. Und ich sehe, das reicht mir noch gar nicht. Da habe ich nämlich eben gar nicht reingeguckt. So, ich will es noch ein bisschen weiter aus.
Und es ist wichtig, das mit Zeit und Ruhe und langsam zu machen. Das muss nicht gleich beim ersten Mal. Man kann immer ganz viel nachformen. Jetzt kommt oben die Kante. Ich kann noch mal ein bisschen das Wasser wegnehmen. Jetzt kommt hier dieses Plastik. Das lege ich hier so schräg drüber und bekomme so eine schöne, runde, stabile Kante. Es ist ganz wichtig, dass die Kanten, am Anfang habe ich sie immer zu dünn gemacht. Also es muss nicht ganz dick sein, aber man sollte ein gutes Mittelmaß finden. Die dünne, da hält einmal die Glasur nicht, die bricht da immer ab, wenn man eine scharfe Kante hat. Das heißt, die Glasur, da siehst du dann den nackten Ton. Und es ist auch nicht so angenehm zum Trinken. So, sollte ein bisschen schmaler werden als der Rand, aber nur ein ganz bisschen, als die Wand, aber eben nur ein bisschen. So, ganz zum Schluss. Dieses hier unten, das sieht ja sehr unelegant aus, das wird alles noch weggetrimmt. Ich habe am Anfang immer versucht, das ganz dünn, gleich klein zu machen, den Fuß, und habe das dann ausgebeult und dann ist mir der Ton an dieser Stelle hier immer abgesackt. Von daher also ruhig großzügig den Fuß lassen, auch sieht erstmal nicht schön aus, aber das kann man alles gut wegtrimmen. Und jetzt gehe ich hier nochmal mit der Nadel ganz unten am Rand und mache ganz flach hier einen Schnitt, dann bekomme ich das nachher besser von der Platte. Also wenn das gut getrocknet ist, dann kriege ich das so von der Platte runter, ohne dass ich das schneiden muss, und habe unten einen ganz schönen glatten Fuß. So, dafür stelle ich das immer umgedreht dann. Also erstmal lasse ich es so stehen, bis es ein bisschen stabil ist, und dann drehe ich es um und lasse es auch über Kopf stehen und kann dann irgendwann diese Platte ganz toll abnehmen. Einfach hochnehmen. So, und jetzt kann ich die hier rausholen. Brauche das überhaupt nicht abschneiden. Mache das nur ein bisschen sauber. Und habe das erstmal so fertig und brauche da gar nichts machen. Und nichts verformt sich. Am Anfang hatte ich dann nämlich kunstvoll endlich was geschafft. Und es ist nicht kaputt gegangen. Und dann habe ich versucht, das abzuschneiden und abzunehmen und habe es dabei verbogen oder kaputt gemacht. So. Fertig. Nummer 1. Das stelle ich hier gleich. Ich habe über mir das Regal. Da stelle ich das gleich rein. Und jetzt kann ich einfach die nächste Fliese nehmen, setze mir die hier drauf und fertig. Das geht natürlich nur für relativ kleine Gefäße. Also bis zum Durchmesser von 15 cm haben die hier. Also 15 cm kann der Fuß sein, größer nicht. Dafür für größere Sachen oder Teller oder so, da müsste man dann das auf dem Kopf, auf der Scheibe machen oder eben größere Beds haben. Aber Teller mache ich ja sowieso so wie jetzt immer so, wie ich das beim letzten Mal gezeigt habe mit der Überform. Geht viel besser. Jetzt kommt eine Müsli-Schale. Ich packe das wieder, das ist wieder noch nicht feucht genug, in die Mitte, wieder so ein bisschen hin und her, jawohl. Man kann auch so ein bisschen anheben, gucken, ob sich das angezogen ist, hat. Und jetzt geht es weiter mit dem Andrücken. Es ist, wenn ihr schon so eine Form habt, dann habt ihr auch nicht so viel zu zentrieren. Und dann ist es auch gar nicht so schwer. Hände anfeuchten. Und los geht's. Und immer wenn man merkt, dass es klebrig wird, dann noch mal ein bisschen Wasser nehmen. Und am Anfang habe ich gedacht, man müsste das hier so hochdrücken,
Also so mit der Hand hochgehen und ziehen, das muss man aber gar nicht, sondern man muss von unten eigentlich nur drücken. Und dann, wenn man hier unten quetscht, dann kann der nirgendwo anders hin, dann muss er nach oben kommen. Und geh dann nur so ein bisschen nochmal nach zum Formen. Wenn ich ihn loslasse, gehe ich einmal so mit hoch, aber mit weniger Druck. Da kann man nämlich prima dann den Turnier abreißen. Also mir ist auch schon passiert, dass ich hier einfach so ein Stück abgerissen habe. Und das braucht dann wirklich nicht so viel Kraft. Das ist gar nicht so und auch nicht so schwer. Aber der schwierigere Part, finde ich, ist auch jetzt so, wenn man das jetzt hier, also wirklich wieder schön die Hand an den Oberschenkel und in die Hüfte, so in diese Hüftbeuge reindrücken und dann sich schön rüberdrehen. Es ist auch wichtig, wie man sitzt. Ihr solltet ganz dicht an der Scheibe sitzen. Dass ihr also so weit wie möglich an der Scheibe dran seid und richtig auch von oben Kraft geben könnt. Das ist dann euer ganzes Körpergewicht und dann müsst ihr nicht in den Händen so viel Kraft haben, sondern es ist eigentlich mehr euer Körper, der das macht. Man kann auch prima so mit der Handkante das so unterdrücken. Gebe ich wieder ein bisschen mehr Gas, aber so viel Gas geben muss man dabei auch nicht. Dann ist es nämlich immer so wildes Hin- und Her-Geschlacker, wenn man da so doll Gas gibt. Ich habe vielleicht nur Hälfte der Geschwindigkeit, mehr gar nicht. Mal hoch. Und wirklich ganz in Ruhe machen, gar nicht hektisch. Wenn man jetzt hier unten ist und man merkt, oh, ein bisschen geht es noch hin und her, dann gerne noch mal hier ganz schön anfeuchten. Also man kann auch mit diesem Tonschlicker das so ganz gut laufen lassen. Braucht man gar nicht unbedingt noch mal Wasser. Und dann sehen, dass die rechte Hand, also in meinem Fall die rechte Hand, ich weiß nicht, wie ihr es macht. Ich bin der Linkshänder. Vielleicht macht ihr es genau andersrum. Aber dass die hier schön stabil sitzt und nicht nachgeben kann und dann von oben mit der Handkante drauf und es einfach laufen lassen und ein bisschen genießen, wie ruhig das läuft. Man braucht noch nicht mal hingucken, man spürt es auch. So, und jetzt wird der Ton hier trocken und schon läuft es auch wieder unrund. Also wenn der Ton dann trocken wird, kriegt es auch plötzlich wieder eine Unwucht. So, aber jetzt läuft er schön ruhig und langsam loslassen ist auch wichtig. So, ich nehme jetzt mal hier den Schwamm hier oben drauf und gebe immer so ein bisschen Wasser nach. Und ich merke, irgendwann ist trotzdem hier eine trockene Stelle. Dann muss man einmal den Finger heben. Selbst wenn hier ganz viel Wasser drin ist. Und bei einer Schale, da mache ich jetzt schon von vornherein die Öffnung auch rund. Also nicht so weit, nicht so steil nach oben, sondern eher flach rund. Hier ist jetzt so eine kleine Kante entstanden, die mache ich mal wieder weg. Von oben drauf drücken. Es ist aber noch zu dick der Boden. Noch einmal nach.
Also lieber zweimal rübergehen, weil Ton wieder dran machen ist dann schlecht. Wenn der Boden wirklich zu dünn ist, macht es keinen Sinn. Da gibt es dann nur einen Trick, dass man sagt, so ich gehe runter bis zur Scheibe, form das so, als wäre gar nichts passiert und setze dann hinterher, wenn es lederhart ist, einfach ein Stückchen dran. Also nochmal, ne? Lieber ein bisschen mehr stehen lassen als zu wenig. Und wenn man wirklich zu wenig hat, den Boden ganz bis zur Bettscheibe und dann einen Boden dran setzen. Das kann man ja auch machen. Jetzt kommt wieder meine kleine runde Schiene. Und jetzt nehme ich die runde Kante. Und verdichte den Boden. Also wenn man den nicht schön dicht hat hier unten, dann kann es da auch Risse geben. Also diese Risse, die im Boden entstehen, die kommen, wenn man nicht genug verdichtet hat oder wenn der Boden sehr viel dicker ist als die Wandstärke. Also im Idealfall ist Wandstärke, also die Seitenwände und die Bodenwand gleich dick. Sonst entstehen Spannungen beim Trocknen und dann hat man diese unschönen Risse. Das ist auch nochmal ärgerlich. Bei Schalen, da ziehe ich nicht nach oben und innen, wie bei Bechern oder Tassen, sondern ich ziehe es ja fast gerade oder ein kleines bisschen nach außen. Aber auch nicht zu weit, weil es ist immer schwierig, wenn man da zu weit nach außen zieht, dann wird es auch instabil und man kann es hinterher immer noch mal wieder weiten. Aber es wieder zusammenzubekommen, ist schwieriger bei Schalen, finde ich. So, ich fasse erstmal hier unten ganz doll rein und drücke hier ganz doll den Ton zusammen und von innen. Und ich bin jetzt innen und außen ungefähr auf einer Höhe erstmal. So, wieder die Kante. Ein bisschen glätten und verdichten und abschließen. Und jetzt bin ich innen höher als außen. Und so bekomme ich dann so ein bisschen Höhe. Und wenn ich hier oben ankomme, bin ich wieder auf einer Höhe mit dem inneren und dem äußeren Finger. Na, da ist noch was im Augenblick. Jetzt bin ich wieder innen. Das kann man von außen sehen, glaube ich, ne? Wie das rausgedrückt wird, genau. Jetzt fange ich schon an, den äußeren, den Schwamm und den Finger hier ein bisschen höher zu ziehen, dass ich dann gleich bin.
Und ich drücke jetzt auch ein kleines bisschen die Kante nach innen schon, dass mir die nicht zu weit ausbürgelt. Dann wird sie nämlich auch instabil. Und ich lasse auch immer hier ein kleines bisschen dicker erstmal am Rand stehen. Das flattert nämlich sonst aus und reißt einem aus. Ich fühle hier unten, da ist noch Ton, den ich noch nach oben ziehen kann. Ich fühle einfach, dass es unten dicker ist. Das so, die Kante wieder ein bisschen dicker lassen. Und einmal. Ihr seht, die Schäufe läuft wieder ganz langsam. So. Dann gehe ich ein bisschen weiter ran. So, ich glaube, so könnt ihr ein bisschen mehr sehen. Aber so könnt ihr die Kante unten schauen. Die hat jetzt so ein bisschen so eine Form nach außen. Ich lasse die so. Ich finde das ganz schön. Vielleicht mache ich den Fuß auch mal so ein bisschen abgerundet, dass er dieses hier. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Kaffeefilter. Ne? Ich lasse das mal so und gehe einfach nur ein bisschen mit der Nadel unten rein, damit ich das erlöse. Ich habe gemerkt, wenn ich hier mit der Nadel so einen kleinen Schlitz nur mache, nur so einen Zentimeter tief, da kommt dann wohl Luft dran und trocknet besser, dann geht es besser, löst sich das besser. Okidoki. So, jetzt gehe ich und nehme eine größere Schiene und forme das ein bisschen aus. Erstmal ein bisschen rund und von außen auch noch so ein bisschen nach und dann ich mag das gerne, wenn Schalen so einen Rand haben. Ich fasse von außen vorsichtig und drücke das hier einfach runter. Yep. So. Noch den Rand. Dann haben wir es auch schon. So.